Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich habe, bevor ich diese Folge jetzt gerade angefangen habe, mir nochmal diesen Artikel durchgelesen mit den Essenzen und dem Biom. Aber nicht so sehr, dass ich nicht gespoilert werde. Ich hoffe, dass ich ihn nicht zu wenig gelesen habe. Aber lasst uns erstmal hier interagieren und gucken. Wir sollen ja schließlich den Weltensamen hier erstellen. Mal sehen, was er zu uns zu sagen hat. Oh, wie ärgerlich. Ich glaube, diese Berechnungen sind falsch. Ah, der schöne Alchemiebildschirm. Du kannst hier oben zwischen Essenzextraktion und dem Erschaffen von Weltensamen wechseln. Hier sind alle deine verfügbaren Essenzen. Wähle die gewünschten aus und drücke die linke Maustaste, um sie der Mischung hinzuzufügen oder die rechte, um sie zu entfernen. Brauchbare Weltensamen benötigen mindestens 3 unterschiedliche Arten von Essenzen, aber du kannst bis zu 5 Arten gleichzeitig kombinieren. Wieso extrahierst du aus den Gegenständen in deinem Inventar nicht mehr Essenzen, um das Ganze interessanter zu machen? Du musst so lange Essenzen hinzufügen, bis einer Big voll ist, so ein Gierschlund. Die Menge an Essenzen verändert die Struktur der Welt, die am Ende wächst, fast so, als würde man einen Kuchen backen, glaube ich. Drücke leer, um, dich ordentlich hinsetzen willst und du mit deiner Mixtur zufrieden bist, um den Kochprozess abzuschließen. Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz raustappen, Leute. Hier steht, es gibt 6 Biome. Ihr hört gerade keinen Sound. Außer mich. Es gibt 6 Biome. Die heißen Gefroren, Wüste, Prinzessin, Pilz, Grob und Natürlich. Da stehen auch immer die einzelnen Essenzarten, Eigenschaften, wie auch immer dabei. Und bei der Prinzessin steht verträumt, niedlich, lebhaft und verspielt. Verspielt ist ja das, was ich sehr gerne haben würde. Die Prinzessinnenwelt, Felsformation, Tiaras, die auf den Boden ragen. Hier glitzert alles, bla bla bla. Und das Ei leuchtet pastellfarben. Ich gucke mir gerade noch die anderen Eierfarben kurz an. Die sehen sich aber auch super ähnlich, ey. Und sie haben für die Prinzessin gemacht 25 verträumt. Das sind die 6 Samen der perfekten Welt. Ich weiß nicht ganz, was sie mit perfekte, das ideale Verhältnis, um jedes der Biome zu erschaffen. Es gibt 24 Essenzen und 6 perfekte Weltrezepte. Vielleicht sollten wir nochmal googeln. Ich suche einfach mal Grow. Song of Evertree. Und ich suche mal Princess Seed. Perfect Seed. Seed Planter. The word seed can be created by following specific recipes found in hidden areas throughout Alaria. The icon of the world seed. Okay. Only the quantities of each essence in the perfect seed recipe are important. The quantities of each essence. Also doch, the essence can be added in any order. There are 6 known perfect seed recipes, each of which creates a world with a different biome, desert, frozen, fungi, gross, nature and princess. ich mach mal kurz das Princess, den Princess-Artikel auf. Weil ich zur Sicherheit, ah, hier sind doch nochmal die Essenzen. Ah nee, das ist aber die Biomenübersicht. Mein Gott, gib mir doch einfach, wo ich Playful finde. Hallo, hallo. Hallo. Na. Hey. Willst du was erzählen? Er hat was für mich mitgebracht, Leute. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Warte mal, ich skippe dafür ein Spiel, damit die Zeit... Ah, die Zeit wird ja sowieso nicht voranschreiten, wenn ich hier in dem Menü gerade drin bin, oder? Ich hoffe nicht. Aber ich mache hier ganz kurz eine Pause, Leute. Und dann beschäftigen wir uns weiter damit, welchen Samen wir hier oder wie wir den zubereiten. Ich bin gleich wieder da. So, Leute. Da bin ich wieder.
Ich habe die verschiedenen Seeds mal angeguckt, was wir dort alles bekommen. Und beziehungsweise es sind sogenannte perfekte Seeds, wie man die vollständige Welt quasi erschaffen kann, die sechs Biome, die ich, glaube ich, euch schon genannt habe. Das Ding ist, wir haben die Essenzen dafür nicht da. Außer uns, also für die Waldwelt, in der wir ja gerade gewesen sind, haben wir ausreichend Essenzen. Jede Menge haben wir dafür da. Aber wie schon gesagt, eben nicht für andere Biome. Das heißt, die Essenzen müssen wir irgendwie durch verschiedenste Quests oder sonst irgendwie was dann erringen. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt eine Cutie-Essenz hier reinmache. Cute gehört oder niedlich gehört zu der Prinzessin dazu. Außerdem verträumt, playful und ich muss kurz nochmal raustappen. Lebhaft. Was ist lebhaft? Ich muss mal hier gucken. Lively. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Das ist halt das nächste problematische Ding. Jetzt ist also die Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir halt wirklich einfach irgendwie was jetzt hier zusammen machen? Oder soll ich einen verspielt verdingsen? Und wir machen friedlich. Machen wir ganz viel rein. Vielleicht von süß 5, damit halt was drin ist davon. Ah, ich habe halt Angst, dieses Playful, weil ich ja sogar den Friseur hätte, zu verspielen. Ne? Wässrig, weich ist vielleicht noch ganz cool. Dass wir auf jeden Fall eine positive Welt irgendwie erschaffen. Ausgetrocknet, mysteriös, matschig, üppig. Beträumt, reichlich. Bitter, tröstend, eisig, trocken. Wässrig. Ja, vielleicht noch reichlich. In dem Sinne. Funkelnd. Klingt noch gut, oder? Friedlich haben wir ja schon. Warm könnte es auch noch sein. Ausgetrocknet ist halt. Tröstend klingt so negativ. Bitter halt wirklich auch nicht. Ich möchte gerne nur Positives einbringen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich nur ein Playful reinmache, dass es quasi in die Tonne gehauen ist. Wisst ihr, wie ich meine? Kann ich wieder zurücknehmen? Ne, ich kann. Ach doch, hier mit rechts kann ich zurücknehmen. Wenn wir jetzt das voll machen und das voll machen. Wir müssen ja nicht alles voll machen, fällt mir gerade so ein. Reichlich. Was war das hier nochmal? Friedlich und funkelnd. So. Wollen wir es aufs Spiel setzen? In der Hoffnung, dass wir sowas prinzessinmäßig kriegen, wo ein bisschen Playful drin ist. Ach komm, lass es uns probieren. Ich hoffe, wir ärgern uns nicht. Okay, Weltensamen. Nun ja, ich habe nicht genau diese Kombination erwartet. Ich bitte um Entschuldigung. Weltensamen. Ein Samen mit der Macht, neue Welten wachsen zu lassen. Und ich hoffe. Guter. Wo kann ich mir den jetzt hinstopfen? Du solltest mit deinem neuen Weltensamen den Baum erklimmen und eine neue Welt pflanzen. Okay, welchen Baum denn? Kehre zum Immerbaum zurück und pflanze den Weltensamen auf einen neuen Ast. Okay. Mach mal. Mach ich das einfach per Minka oder was? Jetzt hier oben irgendwo. Ah, okay, da zeigt das mir schon an. Ja, machen wir mal hier drüben hin. Rein mit dir. Und all meiner Hoffnung.
Zuflucht glänzend. Mhm. Warum steht hier ein Zaun mit Rasenmäher? Okay, okay. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns mal wieder darum. Und schauen, was passiert, ja? Ich hoffe, es ist nicht zu. Also ich sehe schon mal keine rosanen Steine. Es hieß ja, bei rosanen Steinen wäre Playful drin. Oh, und was ich auch noch hoffe, dass wenn ich hier Playful investiert habe, dass dann noch Playful drin ist irgendwo. Das lasse ich einfach so stehen, oder wie? Hier kommt vielleicht noch... Werden wir im Fotomodus? Nee. Hier kommt vielleicht noch Wasser rein, kann ich mir vorstellen. Achso, ich will euch noch erzählen, was mir mitgebracht wurde. Christian hat mich ja gerade geholt, um mir zu zeigen, was er mir mitgebracht hat. Und zwar, ich glaube, die größten Heidelbeeren, nicht Heidelbeeren. Blaubeeren sind normal groß, die größten Brombeeren waren das, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Die sind so prall, dick und fett. Der Wahnsinn. Bin ich gespannt drauf. Und halt Heidelbeeren auch noch natürlich dazu, aber die hatten normale Größe. Und dann hat er auch noch, weil ich meine Salatvorräte niedergestreckt habe. Ich habe bloß noch ein paar Tomatoes da und ein bisschen Gurke. Hat er mir noch Rotkohlsalat mitgebracht, weil ich habe in der letzten Woche, also wie so eine Schwangere, und nein, bin ich nicht, so einen Bock auf Rotkraut gehabt. Ich habe es nicht halten können, aber wir hatten kein Rotkraut. Demzufolge konnte ich keins konsumieren. Fand ich schade. Ich habe es überlebt, aber es war trotzdem sehr schade. Wir hatten dafür dann Weißkraut geholt und Karottensalat. Und mitgebracht hat er auch noch Karottensalat, der ist auch dabei. Und Romana. Köpfchen. Das kann ich mir dann alles zusammen... als... Na, ich stehe, glaube ich, hier nicht richtig. Als Salat hinschmeißen. In der Höhle. Wir kümmern uns aber erstmal um außen, bevor wir hier in die Höhle eintreten, würde ich sagen. Aber da sind wir ja gleich schon durch. Was ist das? Muss ich da was platzieren oder so? Hm. Ich denke, es wird kommen. Ah, hier ist noch ein Stein linksrum. Wie konnte ich denn das übersehen? So, das nächste ist unsere allmächtige Hand. Mit der wir diese Dinger hier rauszehren. Schade, dass wir hier zumindest keine neuen Pflanzen irgendwie wachsen haben. Aber vielleicht kommt das woanders noch. Und ich hoffe, warte mal, wir können ja gleich mal gucken, wir haben schon sehr, sehr viel Majora wieder. Wir haben noch keine Playful Essence jetzt hier gesammelt. Okay, schlechtes Zeichen vielleicht. Vielleicht aber auch nur ein Zeichen, dass wir noch ein bisschen mehr Geduld haben sollen. Gut, hier, was? Einfach nur Pflanzen, ne? Ja. Auf dem war ich auch noch nicht oben, ne? Gucke ich gleich mal. Aber hier gibt es nichts rauszureißen. Okay, der ist einfach nur so. Hier ist die Blume. Und unser Urlaub ist bald vorbei. Das ist so traurig. Wir haben nur noch dieses Wochenende zum Relaxen. Dann muss wieder früh aufgestanden werden, auf die Arbeit gegangen werden, der Stress des Alltags. Obwohl ich mir ganz, ganz fest diesmal wirklich vorgenommen habe, mich nicht so mitreißen zu lassen von dem Stress der Arbeit. Ob ich das hinkriege, drückt mir die Daumen.
möchte es auf jeden Fall. Nein, ich habe eine übersehen. So, jetzt aber nochmal. Was mir gerade eben aufgefallen ist, ich dachte immer, wenn wir hier die Sachen schlachten und weggruppen und so weiter, dass wir dann Essenzen kriegen, aber anscheinend kriegen wir immer Majora. Sagte sie nach der 30. Folge oder wo wir gerade sind. Interessant. Ich meine nicht, dass wir das nicht auch brauchen, sollten tun. Ganz im Gegenteil, anders können wir ja nicht unsere schöne Stadt aufbauen. Apropos Distrikte, wir hätten in der Stadt mal gucken sollen, ob da Distrikte freigeschaltet sind. Wie Sie sehen Sie keine Büsche mehr. Das heißt, wir nehmen uns unsere Samen raus. So, wir versuchen uns zu beeilen. Der halbe Tag ist schon wieder um. Plong. Aber wir rücken mit dem Haus. Moment, mein rechtes Ohr juckt. Dem Umzug absolut immer, immer näher. Wird langsam immer realistischer. Und es ist komisch, weil es die ganze Zeit irgendwie, ja, es war irgendwie, man wusste, dass es da ist, aber es war irgendwie nicht fassbar und damit irgendwie nicht realistisch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe gesehen, wie Sachen fortgeschritten sind, wie Wände tapeziert wurden und all das Ganze, aber irgendwie war es trotzdem für mich nie realistisch, dass es da echt da ist. Ich habe gedacht, es wird erst realistisch damals, als wir das Haus gekauft haben. Da habe ich nämlich noch mit der Banktante da gestanden. Und also am, wie nennt man das vorne, am Winter, nee, das ist nicht, Windfang ist das, genau. Und da hat sie halt noch gefragt, wie es jetzt so ist als Hausbesitzer und so. Und ich habe halt gesagt, ich habe es irgendwie nicht geschnallt bis jetzt. Und es kommt irgendwie gerade auch nicht an. Es ist, als wäre es ein Traum, als würde es gar nicht passieren gerade. Und dann hat sie halt noch gesagt, ja, das wird schon noch kommen und sowas alles. Nein, nicht in die Höhle. Noch nicht. Und ich meine, es ist schon angekommen, dass es unseres ist, weil wir können ja reingehen und es als unseren Besitz benutzen in dem Sinne. Aber es ist trotzdem irgendwie noch so fern. Aber es sind andere Blumen, Leute. Das ist schon mal geil. Okay, ich lasse sie trotzdem halt stehen, logischerweise. Bis der Planet bewachsen ist. Erste Vögelchen kommen. Ich bin gespannt, wie die Bäume aussehen. Bis jetzt sehen sie, dadurch, dass der so einen Schnörkel hat. Und so sehen die noch sehr aus wie die normalen. Aber die Blumen sehen anders aus. Ein kleines Erfolgserlebnis, dass wir vielleicht ein bisschen... Oh, jetzt haben wir auch Essenzen bekommen. Ich habe rechts reichlich gesehen. Ein kleines Erfolgserlebnis, dass wir was Neues erschaffen haben. Niedlich haben wir bekommen. Und ein Leckerli-Beutel. Ich glaube, der Leckerli-Beutel war für das Tierchencenter, ne? Wenn wir Blabla davon gesammelt haben, dann können wir das Tierchencenter ausbauen. Wir sind ganz nah dran, das stimmt. Ja, komische Töne. So ein... Aber es könnte genau der Kollege hier irgendwo sein.
Der Wahlvorstand. Hier oben. Um den Hafen müssen wir uns ja in dem Sinne jetzt nicht mehr kümmern. Außer wir brauchen entsprechende Essenzen und so. Dann gehen wir dort halt hacken und suchen und sowas, ne? So, gib mal alles her. Das brauche ich alles noch. Pflanzentonikum. Ist bestimmt für einen Blumenladen dann. Irgendeine Ausbausache. Okay, wir sind hier fertig mit kümmern. Das heißt, wir nehmen nochmal unseren Hammer, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Und erkunden mal die Höhle, was es hier so gibt. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sollen Pallas auch mal abchecken. Mit viel Glück können wir den nämlich für unser Dorf gewinnen. Dann kann ich den, obwohl ich glaube, dass es um Ammonit Narrenstein. Okay. Obwohl ich glaube, dass es um irgendwas geht, was er gefunden hat. Bodenbonbon. Okay. Das hat man aber schon. Das sagt mir ein bisschen was. Habe ich hier nichts runterfallen gesehen? Okay. Hm. Oh, na gut, ist ja nicht schlimm. Oh. Ich glaube, das hätte ich nicht gesollt. Also im Sinne von, dass es nicht so gedacht war. Aber ist ja auch egal, weil hier drüben wäre ich auch easy drauf gekommen. Bloß hier gucken, ob ich... Nee, das ist der reine Rundgang. Hier ist nix. Aber gar keine... Nein, komm her. Okay. Ja, keine Kiste hier oder sowas? Dann ist noch ein Erz. Fossilienhammer. Jetzt, ich glaube, 20 stand da. Eingesammelt. Das ist natürlich auch nice. Aber, wartet mal. Von hier kommen wir? Fragezeichen. Nee, dort hinten können wir noch hin. Oder... Hä? Eine Lichtung? War die erst schon? Hä? War doch nicht erst schon Lichtung da, oder? Wartet mal. Da hinten ist ja auch was Blaues auf dem. Das ist bestimmt irgendein Rätsel-Dings. Oder hier ist hier was aufgegangen. Bin ich einfach komplett blind? Was passiert hier? Okay. War das erst schon offen? Okay. Okay. Bin fasziniert von dieser Höhle. Okay. Dann geht's auch weiter. Ich möchte bloß jetzt erstmal hier gucken. Da ist auch blau. Trinke ich hier? Nee. Okay, warum leuchtet das hier blau? Einfach nur von diesem Stein Dingsbums.
Okay. Na gut, dann gehen wir weiter. Dann wäre es mal hier oben noch schnell ein Erz. Das holen wir uns nochmal. Zaun drunter, also nicht wirklich durch, aber ich auch nicht. Warte mal, war gerade was am Felsen? Nee, habe ich geträumt. Eine alte Grabkammer, da sollte man reingehen. Obwohl, eine Grabkammer wird das wohl hier nicht sein. Ah, okay, das ist ein Rätsel, wo wir die hindonnern müssen. Wartet mal. Dafür muss ich mir meine... Ah, von hier komme ich angesprungen. Ich verstehe, aber erstmal möchte ich hier haben. Dankeschön. Hier drüben auch sowas? Nee, gut. Also theoretisch kann ich ja... Wenn der da... Ah, okay. Ich hau den immer bloß einen rüber. Na, dann ist ja gemütlich. Dann mache ich den... Vielleicht noch einen? Ja. So. Ah, dafür sind... Was sind das? Eisenschlüssel? Ich glaube schon, ne? Waldtapete. Weinrote Tapete. Blühender Laternenmast. Klingt auch nice. Okay, sind also zwei mit beides mal so silbernen Schlüsseln oder Eisen. Kann ich gerade nicht sehen. Also den Unterschied. Interessant, Leute. Die müssen wir dann uns besorgen von dem Immerling-Händler. Dann kommen wir nochmal wieder. Musste ich mich gerade mal kurz stummen. Deswegen bin ich zwischendurch mal stehen geblieben. Weil ich husten musste. Gut, dann zurück mit uns. Raus aus dieser Höhle. Raus. Oh. Eine große Höhle, hä? Nein! Abgerutscht, aber okay. Geht's ja sowieso dann nach draußen. Gut. Schön, schön. Arbeit gibt's jetzt keine mehr. Was ist das? Ach, das ist einfach nur die Dings für den Busch gewesen. Gut, Minka. Und dann bring mich mal nach Hause und ich sehe auch gleichzeitig, wir sind schon bei 28 Minuten angekommen, liebe Leute. Deshalb, oh, schaut mal, wie hübsch. Deshalb würde ich sagen, ah, da steht Same, ach so, wie er gemacht wurde. Aha. Okay, top seltenes. Was es da gibt und hier wissen wir es noch nicht so richtig. Ja, okay, okay, okay. Ja, wir gehen mal hier wieder ganz normal in die Stadt. Und hier. Jüngstes Bauprojekt ist abgeschlossen. Ja, schauen wir uns gleich an. Ich speichere das hier mal jetzt eine Runde ab. Oha, guck mal, da sehen wir sogar, dass wir diesen einen Song schon haben. Und liebe Leute, ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Ich mache kurz eine kleine Pipi-Pause, glaube ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge. Und schauen, was in der Stadt... Ich glaube, das Gasthaus hatte ich gebaut. Wir müssen gucken, was mit Pallas los ist. Vielleicht kriegen wir ihn eingezogen bei Clara und in die Bibliothek. Mal schauen, was das alles hier so bringt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.